Aber jetzt, so wie es jetzt aussieht, sage ich, ich möchte nur noch, dass sie geht. Und zwar so schnell wie möglich. Daraufhin habe ich den Stöckels geraten zu sagen, hier, ihr müsst kündigen, fristlos kündigen, wegen Zahlungsverzuges und nach Ablauf auch eben dann auch der Kündigungsfrist bzw. Räumungsfrist musste dann Räumungs- und Herausgabeklage erhoben werden. Also rechtlich ist es ja so, die fristlose Kündigung war begründet, weil mehr als 2 Monate Mietenrückstand entstanden sind. Diese Rückstände kann man ausgleichen. Das werden wir auch tun bis zur mündlichen Verhandlung vom Amtsgericht am 25. März. Und dann ist die fristlose Kündigung vom Tisch. Es belastet mich tagtäglich. Ich muss jetzt sogar, muss zu einer Herzoperation. Es belastet auch psychisch. Ja, wir haben eine Situation, in der die Mieterin, verschuldet oder unverschuldet, wie auch immer, in Zahlungsverzug geraten ist. Sie hat über einen Zeitraum von mehr als 2 Monaten keine Miete gezahlt. Mittlerweile erstreckt sich dieser Zeitraum auf über ein Jahr, in dem sie letztlich keine Mieten gezahlt hat. Was die Vermieterseite auch eigentlich dazu berechtigt hätte, schon nach Ablauf von 2 Monaten entsprechend die fristlose Kündigung auszusprechen, was sie aber nicht getan hat, aufgrund der besonderen Umstände. Von der Mieterin ist der Ehemann gestorben, man nahm eben Rücksicht, man wollte im Grunde auch der Mieterin entgegenkommen und hat dann aber auch immer wieder auf die Versprechungen der Mieterin vertraut. Man hat darauf vertraut und ähnliches mehr. Immer wieder Versprechungen, die Mieten würden gezahlt werden, aber nichts ist in der Zwischenzeit geschehen. Daraufhin habe ich den Stöckels geraten zu sagen, hier, ihr müsst kündigen, fristlos kündigen, wegen Zahlungsverzuges und nach Ablauf auch eben dann auch der Kündigungsfrist bzw. Räumungsfrist musste dann Räumungs- und Herausgabeklage erhoben werden. Und die Vermieter ja im Grunde genommen selber eigene Verbindlichkeiten haben, gerade im Hinblick auf die Bank, die natürlich auch Zinsen verlangt oder auch, dass eben die Nebenkosten von den Vermietern in diesem Zeitraum getragen werden, ohne dass die Mieterin entsprechend auch nur einen Cent dazu beiträgt. Das ist eine arge Belastung für Vermieter. Ja, zunächst einmal kann ich auch immer nur Vermietern raten, die in einer solchen Situation sich befinden, bei einem Zahlungsverzug, die fristlose Kündigung auch auszusprechen. Denn oftmals ist es ja so, dass auch die Mietsicherheit, die sich ja im Wohnraummietrecht auf 3 Netto-Kaltmieten eben auch beschränkt, nicht ausreicht am Ende, um die Kosten, die eben dann den Vermietern entstehen, auch abzudecken. Also fristlose Kündigung bei Zahlungsverzug sollte schon erhoben werden. Aber auf der anderen Seite steht natürlich auch die Möglichkeit für den Mieter, das gibt eine Schuldnerschutzvorschrift, entsprechend sämtliche Rückstände zu zahlen und damit würde die fristlose Kündigung auch unwirksam werden. Endlich zahlt. Also mit Ausspruch der fristlosen Kündigung und hilfsweise der ordentlichen Kündigung wusste die Mieterin, jetzt wird es wirklich ernst. Denn es wurde ihr natürlich dann auch eine Räumungsfrist gesetzt, eine Frist zur Räumung und Herausgabe der Mietsache. Sie hat diese Frist nicht eingehalten und darum musste Klage erhoben werden. Denn natürlich, dass hier in der Tat seit fast einem Jahr keine Mieten mehr gezahlt worden sind. Mittlerweile beläuft sich der eigentliche Mietrückstand auf über 14.000 Euro. Unter Abzug der Kaution liegen wir jetzt bei rund 10.000 Euro. Also es kann einfach nicht sein, dass hier so ein Vortrag, der ja im Grunde genommen eigentlich wahrheitswidrig ist, ja auch Eingang gefunden hat bei Gericht. Und wir werden das natürlich auch zu behandeln wissen. Also es sind nicht 2 Bruttomonatsmieten, es ist wesentlich, wesentlich mehr. Wir haben doch hier die besondere Situation, dass hier Vertrauen missbraucht wurde. Das ist doch der Punkt. Wenn man gesagt hätte, hier, wir machen einen Zahlungsplan, den halten wir auch ein. Denn genau das hat ja diese Mieterin ja auch versprochen, einen Zahlungsplan. Na, aber dieser Zahlungsplan ist ja nie eingehalten worden. Erhoffen Sie sich? Also ich gehe mal davon aus, dass der Räumungs- und Herausgabeklage stattgegeben wird, dass dann dementsprechend wir ein Urteil haben. Dieser Titel berechtigt dann dementsprechend dazu, einen Gerichtsvollzieher zu beauftragen, dass damit die Räumung und Herausgabe vollzogen werden kann. Damit nicht. Also wir müssen unterscheiden zwischen einer fristlosen Kündigung und einer ordentlichen Kündigung. Eine ordentliche Kündigung kann ich zum Beispiel aussprechen, was ganz typisch ist, bei Eigenbedarf zum Beispiel.
Aber die fristlose Kündigung hat etwas damit zu tun, dass wir hier Vertragsverletzungen haben. Und zwar insbesondere, wenn ein Zahlungsverzug eintritt. Denn der Mieter hat ja eine Hauptleistungspflicht, das ist die Zahlung der Miete. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, ist gesetzlich geregelt, dass ich dann dem Mieter gegenüber das Mietvertragsverhältnis fristlos kündigen kann. Zumal sie eine Alternative hat, sie könnte. Das sollten 75.000 Euro drauf sein, aber nicht. Wir haben uns nicht genau angesehen, weil es geht uns nichts an. Aber das weiß ich nicht, aber sie kam ja wie oft und hält mir unter die Nase. Sehen Sie, mir hat ein Kunde jetzt wieder Geld aufs Konto überwiesen. Ja, aber ich habe nichts gesehen dergleichen. Also dann Mieter ihren Vermietern da im Grunde etwas vormachen und das Vermieter dann oftmals eben dann auch im blinden Vertrauen, ne, darauf sagen, okay, dann wollen wir jetzt mal hier nicht gleich eben alle rechtlich situiert. Gerade weil sie ja im Wohnraum nicht recht begrenzt ist auf 3 netto Kaltmieten, dann nachher nicht mehr ausreicht, den ganzen Schaden wieder gut zu machen. Und den Schaden hat dann nachher der Vermieter werden und dann eben dann den Mieter auch dann dem Vermieter überlassen werden in einem absolut desolaten Zustand. Und reden, aber es kommt ja nichts, gar nichts. Ich denke, das ist ja auch das Gravierende hier, gerade an diesem Fall oder auch das von mir aus auch Besondere, in Anführungsstrichen. Nein, also ich sehe da schwarz. Wir auf jeden Fall bekommen. Ja, und dann hoffen wir, dass wir nicht an 100. Stelle stehen. Ja. So in etwa. So, und das war jetzt die Antwort. Das war nochmal die Erwiderung auf den Schriftsatz. Was der das ist auch nicht gut für den Hund, natürlich. Ja. Sind wir fristlos gekündigt? Mal gucken. Also, ich, in irgendeiner. Bei Einschlichen, da kannst du die Zustimmung widerrufen. Das ist eine stille Vereinbarung. Aber wenn der Hund jetzt zum Beispiel ihn ins Treppenhaus macht. Ja, das ist aus vorbei. Ganz klar. Ein Krankenhaus. Theoretisch. Der, wenn du nicht da sein solltest, kann man das so machen, dass sie ihm dann besondere Vollmacht hat. Dann findet es Freibetrag und dann alles nur das, was darüber hinausgeht, wäre dann zum Beispiel fändbar. Und dann müsste sie die Hosen runterlassen. Müsste so eine. Das ist unsere Wohnung. Aufriss. So, das ist das Dachgeschoss. Das Ganze rum. Ach so, das war der alte Balkon. Nee, den haben wir auch angebaut. Das ist ja unser Wintergarten. Und wir haben den Wintergarten um die Ecke gebaut. Mhm. Und wie gesagt, da ist dann jetzt der Anbau komplett rumgegangen. Also der Balkon komplett rumgegangen. Wo dann noch die Pergola und die Markise ist. Mhm. Der Flur, da war ja auch relativ viel Platz, ne, wo die Treppe war. Aber irgendwas stimmt auf dem Plan nicht. Nein. Auf hoher See und vor Gericht bist du in Gottes Hand. So. Ja, genau. Und das waren dann die Fotos. Ja. Wünscht. Aber jetzt, so wie es jetzt aussieht, sage ich, ich möchte nur noch, dass sie geht. Und zwar so schnell wie möglich. Ob wir unser Geld nochmal bekommen, das weiß ich wirklich nicht. Also ich rechne fast nicht mehr damit. Ja, aber die ganze rechtliche Situation zieht sich ja sehr lange hin. Ich meine, dass ich als Vermieter schon mal gewartet habe, bis 5 Mieten im Rückstand sind, bevor ich überhaupt die fristlose Kündigung ausspreche, da kann ich sagen, gut, das war dann mein Fehler, da bin ich selber schuld, ich hätte es früher machen müssen. Es kommt allein von der rechtlichen Seite für die Möglichkeiten, die sie auch hat, immer wieder einen Monat dazu und die Schulden wachsen. Und unser Verlust auch. Und es ist, wie ich es vorhin auch schon mal gesagt habe, es kostet uns persönlich jeden Monat Geld. Rund 1.300 Euro, weil sie nicht zahlt. Dass uns letztendlich knapp 19.000 Euro fehlen. Wir jeden Monat aus unserem persönlichen Einkommen für die Wohnung zahlen müssen, allein für die Abschläge der Nebenkosten. Aber sie weigert sich, auszuziehen. Sie zieht auf gar keinen Fall aus. Verspricht immer wieder, dass sie zahlt. Hat ja auch jetzt gegenüber dem Gericht erklärt, dass sie die Rückstände bis zum Termin ausgeglichen hat und das auch nachweisen wird. Aber selbst wenn das der Fall sein sollte, woran ich nicht glaube, möchte ich trotzdem nicht mehr mit ihr unter einem Dach wohnen. Das ist vorbei. Es belastet auch psychisch, weil man regt sich auf und er kann doch nicht einfach davon ausgehen, es sind nur 2 Mieten und ihr Mann ist ja
gerade erst gestorben und sie hat sich gerade erst selbstständig gemacht und das dauert ja alles. Nein, das Ganze geht seit anderthalb Jahren. Für uns mittlerweile völlig unglaubwürdig und ich habe auch schon zu ihr persönlich gesagt, das war im November, dass alles, was sie uns immer aufgetischt hat an Ausreden, dass das reine Hinhaltetaktik war. Ja, das halt im Moment nicht so gut bei Cassis und uns dann letztendlich irgendwelchen Wisch oder irgendwas immer vorgelegt hat. Und wir waren so dumm und haben uns da immer wieder drauf, ja, sind nur drauf reingefallen. Ich weiß es nicht. Sie will partout nicht ausziehen, aber sie kann auch nicht zahlen. Und was sie dann denkt, keine Ahnung. Rechtlich gesehen. Ja gut, wir hatten am 29. September, das war ein Sonntag, ein Gespräch mit ihr hier bei uns in der Küche. Und dann hatte sie auch wieder gesagt, ja, bis Mitte der Woche bezahlt sie die Hälfte. Und wir hatten dann gesagt,